Willkommen und ein herzliches Hallo. Ich begrüße Sie in der faszinierenden Welt von ES Equilibrium State. Mein Name ist Dirk Beckmann und in diesem Video stelle ich Ihnen die Correct Toes vor. Ja, als Experte für Barfuß, Schuhe, Ballengehen, funktionales Bewegen und Körperstruktur bekommt man dann und wann ganz interessante Produkte zugeschickt und mit der Bitte von Herstellern doch einmal diese Produkte zu testen und vielleicht auch mal vorzustellen. Ganz viele landen im Mülleimer, einige schaffen es dann doch bis zur Vorstellung. Und eins dieser Produkte, was ich kürzlich zugeschickt bekommen habe, sind die sogenannten Correct Toes. Bei den Correct Toes handelt es sich um ja, so kleine Silikon-Einsätze, die Sie, wie man hier schön erkennen kann, zwischen Ihre Zehen machen. Im Prinzip bieten diese kleinen Silikongeschichten, die dasselbe machen wie seinerzeit Heidi Klum mit Katjes zwischen den Füßen, bieten diese Correct Toes dieselbe Funktion wie die Zehenschuhe. Das heißt, sie sorgen dafür, dass ihre einzelnen Zehen voneinander so ein bisschen gespreizt werden und wieder in ihre ursprüngliche Position gebracht werden. Wenn Ihnen die Zehenschuhe ein bisschen zu auffällig sind, dann sind die Correct Toes eine ganz interessante Variante. Denn wenn Sie Barfußschuhe tragen, und das müssen Sie, denn wenn Sie normale Schuhe tragen, die sehr eng sind, dann kriegen Sie Probleme, wenn Sie auch noch diese Zehenspreizer sozusagen dann in Ihrem Schuh tragen. Also wenn Sie Schuhe haben, die vorne breit genug sind, dann können Sie einfach ganz verdeckt und heimlich diese Schuhe tragen und sorgen beim normalen Gehen dafür, dass ihre Zehen noch ein bisschen auseinandergespreizt werden und aus dieser ja, unnatürlichen, krampfigen Haltung befreit werden, die sie wahrscheinlich durch jahrzehntelanges oder jahrelanges mindestens Schuhe tragen und auch Socken tragen bekommen haben. Denn was viele Leute vergessen ist, dass auch normale Socken, die keine Zehensocken sind, natürlich auch eine ähnliche Form haben wie der Schuh. Und auch Socken sorgen dafür, dass Ihr Zeh so ein kleines bisschen nach innen gezogen wird. Diese Geschichten können Sie ganz wunderbar entweder über Zehensocken tragen oder halt eben unter Ihren normalen Socken. Und wenn Sie Probleme mit Ihren Füßen haben und tatsächlich Zehenschuhe nicht für Sie in Frage kommen, dann sollten Sie sich vielleicht hier mal nach umschauen. Correct Toes gibt es jetzt mittlerweile auch in Deutschland. Den Preis kann ich Ihnen leider nicht sagen, ich verkaufe die Dinger nicht. Aber schauen Sie sich mal um, es gibt eine deutsche Seite mittlerweile, also eine ganz interessante Alternative, vielleicht für Sie zum Spielen. Die Beschreibung geht noch in die Richtung, dass natürlich die Fußmuskulatur gestärkt wird und so weiter und so fort. Da verfolge ich eher den Ansatz, dass Sie das über den Ballengang machen sollten. Aber wenn Sie wirklich Probleme mit Ihren Zehen haben, dass Ihre Zehen wirklich eng beieinander sind oder Sie einen starken Hallux Valgus haben, dann ist das vielleicht eine ganz interessante Alternative, um zumindest mal so ein bisschen Beweglichkeit in Ihre Zehen zu bekommen. Also von daher, Correct Toes gibt es in verschiedenen Größen. Ich habe Schuhgröße 43, 44 so, je nachdem was ich trage, 43 in Zehenschuhen, die ein bisschen enger sein sollten, 44 in normalen Ballengangschuhen, wo ich gerne Platz vorne habe. Ich benötige Schuhgröße bzw. Correct Toe Größe M, es gibt aber hier noch S und L, wahrscheinlich auch noch XL, bin ich mir nicht sicher, aber da gibt es die richtige Größe für Sie. Probieren Sie das mal aus, ist eine ganz interessante Variante.